Damen und Herren, Swinemünde Hafen. Irgendwie verdreckt und verklebt alles. Wie an der Kette gezogen, die Autos an dich vorbei. Swinemünde an der Bundesrepublik Deutschland. An der Ecke habe ich gehaust, ne? Zäune hier, Zäune da, abgesperrt hier. 26 Grad mittlerweile, Leute, 26. Das war gerade die letzte Pause in Polen. Ein Stau. Wahnsinn. Ich gucke dem Ende zu, ne? Ich spitze wie ein Eimer, ey. Ich brauche hier viel Getränke. Oh, jetzt habe ich aber ein Abenteuer hier. Ist das warm, ey. Ging natürlich jetzt den Berg nur hoch, ey. Am späten Abend kommt wieder gar nichts. Ja, der Zug, der quietscht schon die ganze Zeit an mir vorbei. Alles nur so Tagesreisen, ne? Mal ein bisschen entstresster abseits der Hauptstraße hin. Boah, hab ich Schwein gehabt, das war ja echt letzte Sekunde, ey. Ich mache jetzt alles richtig. Also zieht. Das Gras liegt doch ganz schön. Mein Gott. Baustellig aus. Boah, schrecklich. Ist eine ebenerdige Strecke, ne? So ist schon besser. Yes. Trauenhaft. Das wird mal toll hier. Boah, ist das ein Stau. Wahnsinn. Wienerüstchen, 11 Kilometer. Direkt dahinter kommt Deutschland. Und wisst ihr, wie viel noch, Leute? Sagen wir 20, 16, 17, 20. So, die Autokennzeichen sind schon mal zu 30% Deutsch. Ha. Was für ein Heimatgefühl. Da, Berlin. Hier ist der Ortseingang. Wow. Ah, der Verkehr ist brutal, Leute, brutal. Sag mal nichts. Da wird immer eine Autobahn gebaut. Oh, abgebogen auf die B3, jetzt wird es nochmal ganz haarig. Gucken, ob der geradeaus durchfahren kann. Könnte sogar sein. Mach ich, glaube ich, sogar. Ja. Oh, da läuft die Hauptstraße. Vorne neben Straßen, das ist etwas ruhiger. Und führt weiter entlang der Bahngleise. Geht auch nach Swinemünde hinein, vielleicht ein Kilometer länger. Ein kleines Seitensträßlein, also auf die Hauptstraße links, rechts. Hilft mir hier eine Pausenstelle zu finden. Schön einsam in einem kleinen Waldstrich. Hier wird es etwas ruhiger. Liebe Leute, vielleicht noch 10 Kilometer Polen. Und dann habe ich es geschafft. Wow. Dann kommt Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern. Auch da fahre ich das erste. Es muss jetzt ein Auto kommen. Das ist ja nichts zu fassen, ey. Ja, Mecklenburg-Vorpommern. Da bin ich auch das erste Mal in meinem Leben beim Fahrrad. Mecklenburg-Vorpommern. Premiere. Ja, und ich kann jetzt schon verraten, ich denke, die Fahrradtour wird dann, wenn alles gut geht, in Lübeck enden. Ich bin ja in Hamburg gestartet, über Lübeck gefahren und in Lübeck schließt sich dann der Kreis. Ich denke, das soll dann auch genug sein. Das reicht dann auch wahrscheinlich noch für eine Woche. Kriege ich hin. Ja, der große Wunsch war ja eigentlich bis nach Hause zu fahren, aber so viel Zeit habe ich nicht. Da dachte ich, ich hätte mal Ruhe hier, ne? Ja, der Zug, der quietscht schon die ganze Zeit an mir vorbei. Gerade kam ein Schnellzug, der kam von links vorbei. Seht ihr, die LKW selber. Das Allerschönste war, von da kam gerade auch ein LKW. Sehr ruhige Pausestelle, sehr ruhig. War das gerade die letzte Pause in Polen? Könnte sein. Ich glaube, ja. So, vor Swinemünde noch mal ein schöner Radweg. Das mag ich. Und 26 Grad mittlerweile, Leute. 26. Das ist richtig warm. Kann ich euch sagen, richtig warm. Aber soll ich mich beschweren? Anfang September. Meine Damen und Herren, Swinemünde Hafen. Lass mich berauschen. Lass mich herrlich. Oh, Fährhafen. Hier hin. Keine Ahnung, bestimmt rüber auf der anderen Seite. Oh,
auch. Hier kommen sie gerade alle vom Fährhafen. Und alle ihr Fahrrad fahren. Ich fahre bei da lang. Oder muss ich mit der Fähre rüber? Nein. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Was ist los hier? Ja, herrlich. Ein Radreisender mit Anhänger. Wie gesagt, einfach vorbeigefahren. Da gleich eine Kopfwendung machen, Anne. Ja doch, hier. Um auf die Hauptstraße dazu kommen. Ah, funktioniert alles richtig. Ja, denk schon. Was? Bezahlen? Nee, ne? Was? Vignette? Und die Autofahrer fahren da unten in den Tunnel rein. Mal gucken, wie es für mich weitergeht hier. Bin ich ein bisschen irritiert. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie rüberkomme. So, jetzt weiß ich auch, warum die alle gerade da von der Fähre kamen, die ganzen Radfahrer. Und ich die einzige Möglichkeit, rüberzukommen, weil die Autos fahren durch den Tunnel, aber der Helge darf da nicht. Scheiße. Naja. Na Gott, dann habe ich die Fähre noch gekriegt hier. Geht jetzt rüber zur anderen Seite. Ja, 5 Minuten vielleicht. Fährefahrt durch. Das ist die 10. ne? Ja, ich meine, es ist die 10. Fährefahrt. So, da geht gerade zu. Boah, habe ich Schwein gehabt. Das war ja echt letzte Sekunde. Ey. Boah, war schön durch die Fenster gefilmt von der Fähre. Boah, setzen wir mal über, ne? In Swinemünde. Jo. Ja, cooler Blick, ne? Swinemünde. Oh, wollen wir mal, ne? Der ganze Gerusel hier. Jo, fahren wir einfach hier raus. Weiß auch nicht warum. Viele fahren da raus, fahren hier raus. So, auf die Hauptstraße ist ja schon mal gar nicht schlecht. Da muss ich irgendwie rechts abbiegen und dann geht's durch Swinemünde und dann bin ich auch schon an der Grenze fast. Maximal 2 Kilometer. So, hier gehe ich rüber. Mein Gott. Wow, ein bisschen polnische Kriegsschiffe da hinten. Oh, könnte sein, dass ich hier rechts abbiegen muss. Schauen wir mal. Werde ich ja gleich merken. Wow. Ja, Swinemünde, ne? Fahren wir ein bisschen durch jetzt. Ja, Hafenstädtchen, ne? Schon fast norddeutsch. Ich hätte unten am Strand auch ein bisschen lang fahren sollen. Schade. Ja, andere schon am Ufer. Mal gucken, was wir hier haben. Bestimmt Innenstadt. Die kommt schneller als ich. Nein. Ich biege jetzt hier irgendwie rechts ab. Ja. Wow, Altstadt, schön. Hey. Das ist doch mal was. Das ist süß. Aber trotzdem noch mal hier rechts rein in die Altstadt. Da sehen wir mal ein bisschen die City, die Town. Ja, das war wahrscheinlich schon alles. Ey. So, ist doch ganz süß, ne? Also, oh, noch mal einen Blick. Oh, noch mal einen Blick. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Jetzt bin ich mindestens jetzt keine Weltstadt oder so, ne? Und jetzt mal gucken, wo ich lang muss. Nicht der einzige Radfahrer hier. Die Straße geradeaus führt direkt zur Grenze Bundesrepublik Deutschland. 2 Kilometer vielleicht noch. Höchstens. Bin gespannt. So, Ahlbeck, Deutschland. Juhu, juhu. Oh, noch habe ich eine rote Ampel vor mir. Wahrscheinlich war das letzte polnische Hinweisschild oder so. Keine Ahnung. Das war der kleine Grenzverkehr, wa? Scheint. Hammer. Überall so kleine Geschäftchen noch. Wenn ich hier durchkomme, eigentlich müsste ich da auf der anderen Seite fahren. Kommt hier auch nicht so hin. Ja, kleiner Grenzverkehr hier. Überall nochmal billige Schnäppchen machen in Polen. Feinzel. Hoch, runter, hoch, runter. Ich hab's geschafft. Ich bin wieder in der Bundesrepublik Deutschland. So, jetzt bin ich in der DDR. Entschuldigung. In Deutschland. Oh, deutsche Schrift. McDonald's Wohlgast. Oh, kein Polnisch mehr. Ich habe nichts gegen Polen, aber ist das heimisch. Herrlich.
Ah, Baumwipfelpfad. Ich lese wieder Deutsch, Leute, nach 7 Wochen. Auch besetzt. Scheiße, ey. Mein Gott, ey. Ich bin 5000 Kilometer fast, naja, 4600 gefahren, ey. So, der erste Deutschland-Feeling, kann ich euch sagen. Brutaler Verkehr in dem ersten Dorf. Brutal. Jetzt löst sich das hoffentlich ein bisschen auf. Da habe ich das Gefühl, ich bin doch immer noch in Polen. Ja, wahrscheinlich Gewohnheitseffekt oder so. Nun denn, lassen wir uns überraschen, was kommt. Ich glaube, es wird ein bisschen ruhiger auf der Straße. Das ist ja Wahnsinn. So, Alweg, die Dorf. Jetzt fahre ich nach Heringsdorf. Ich mache doch gar keinen Heringe. Oh, die fahren alle da. Naja, da ich ja so viele lettische, schwedische, finnische, dänische, polnische Flaggen gefilmt habe, finde ich jetzt auch mal die deutsche. Boah, Leute. So, warum hat mir keiner gesagt, dass diese Mac-Com auch hügelig ist, ne? Okay. Kann alles nicht sein, ey. Und jetzt wird's warm, ey. Boah, 26 Grad. Das drückt. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn. Und ich spitze wie ein Eimer, ey. Ich brauche hier viel Getränke. Geht's hier bei? Was ist das hier? Lidl, Aldi? Keine Ahnung, ist mir auch lachen egal. Ach, Lidl. Ja, kann man sehen da oben, ne? Ja. Geh ich erstmal Getränke rein. Boah, die haben ich jetzt verdient. Oh, ich mein schöner Fahrradweg hier, ey. Mein Gott. Mal ein bisschen entstresster abseits der Hauptstraße, ey. Ein bisschen. Das war ja nicht mehr auszuhalten mit dem Verkehr, ey. Oh, das habe ich auch schon nicht mehr gesehen oder gehört. Ta-ti-ta-ta. So vertraut. Und trotzdem hat mein Kopf immer noch nicht umgeschaltet. Ob ich jetzt in Deutschland bin. Immer noch nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin in Polen. Weiß auch nicht warum. Mecklenburg, Vorpommern. Naja, eher Vorpommern als Mecklenburg, ne? Ja. Seit ich den Fahrradweg habe hier, ne? Der ist jetzt schon 10 Kilometer. Fühle ich mich deutlich entstresster. Mir kommt der hier auch gar nicht mehr so wahr, als in der grauen Nacht ist. Ja. Es ist halt Wochenende. Die polnische Grenze ist halt so weit auch noch nicht weg. Gell? Gell. Ja, natürlich wunderschön, ne? Herrliche Wälder hier. So macht Spaß. Hier links befindet sich irgendwo der Usedomer Gesteinsgarten. Bin ich auch Usedom, Leute? Boah, Usedom. Dumm, Helge, dumm. Oh, muss mal gucken gleich, ey. Wie peinlich, dass ich das gar nicht weiß. Kennt ihr mal den Ort Ückeritz, Ostseebad? Stimmt, hier die Inselurlauber, die wissen das doch bestimmt. Oder da schon wieder irgendwas Gesperrtes, ey. Mal gucken, wo ich fahre, wie ich fahre. Ich muss schon sagen, da kommt schon eine ganze Masse an Radfahrern entgegen, ey. Wow. Die Strecke ist auch klasse. Kölpinsee, halt der nächste Ort, der jetzt kommt. Ich hoffe, das ist mal eine Tankstelle. Ja. Damit ich auch ein bisschen Handy und so aufladen kann. Ich bin nämlich jetzt Zeit. Oh. Ah, das Mare del Sol. Ja, welcher Ort da hinkommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es da eine Tankstelle. Gerade gefragt Richtung Volgograd oder wie das heißt. Die Stadt wird immer durchgestrichen. Ich habe immer die Finger davor, ne? Auf den Schildern. Da ist eine Brücke rüber zum Festland und die ist für Autofahrer gesperrt. Fahrradfahrer kommen drüber. Wow, Gott sei Dank. Alles wird zurückfahren müssen. Oh, ein riesen Umweg gefahren. Okay, ich vertraue den Leuten. Obwohl die Brücke Richtung Volgograd gesperrt sein soll, ein Verkehr hier. Mein Gott, wie an der Kette gezogen, die Autos an dir vorbei. Wui, 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 wui. Ja, leider kein Fahrradweg.
Oh, da oben ist ein Fahrradweg, aber wie komme ich da auf? Oh, noch lauter. Ah, ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit hoch. Das wäre ja schön. Ich hoffe, hier sind ja wirklich zahlreiche Radfahrer unterwegs. Hammer, ey. Aber alles nur so Tagesreisende, keine Radreisenden. Ach, da hinten fährt auch einer. Da war auch ein Fahrradweg. Na ja, gut, aber so wäre geil. Erinnere mich ein bisschen an Ungarn, Nordungarn, Richtung oder entlang der Donau. Da gab es auch solche Radwege oben auf dem Damm. Oh, jetzt habe ich aber ein Abenteuerweg hier. Hoffentlich. Bitte mich. Ja, ich denke, der geht auf dem Radweg. Oh, Gott sei Dank, ey. Hatte schon Schiss. Ostseebad Zinnowitz. Ja, schön. Ich habe erst Zimmerwitz gelesen von Weitem. Tankstelle soll ich halten? Ja, mache ich einfach. Komm. Warum, weiß ich nicht. Oder? Ach, weiß jetzt nicht. Ist da eigentlich, wie warm das ist? Boah, kann man das sehen, den Schweiß, ey. Ja, 26 Grad heute. Echt der Hammer. Und das im September. Klagen kann ich mich nicht. Guck mal, was schöne Sitzbänke da. Ah, oh, nichts zum Schlafen hier oder so, ne? Ich guck schon mal, ob das irgendwie, aber ich werde irgendwo was finden. Ob jetzt hier auf Usedom oder dahinter, keine Ahnung. So, letzte Etappe für heute. Ich werde also auf Usedom übernachten, das steht fest, weil Volvo ran. Also muss ich dann, ne? Werde ich heute natürlich nicht mehr erreichen. Oh, rote Ampel. Muss das sein. Ja, fahre natürlich wieder gegen die Sonne. Macht das Suchen heute Abend wieder nicht leicht, wenn ich genau in die Sonne gucke. Und das Filmen auch nicht unbedingt erleichtern. Aber okay. Bin übrigens guten Mutes, dass ich eine schöne Übernachtungsstelle finde. Aber so schön mit dem Fahrradweg. Ist da wieder vorbei, oder? Ah doch, wie geht da wieder weiter? Die Enden immer so abrupt und beginnen auch so plötzlich. Weiß manchmal, die Hitze hat einen Fahrradweg, das hat keiner. Boah, guckt euch dieses weite Land an, Leute. Habe ich die ganze Zeit vom Ort Wolgorod gesprochen? Nicht ganz. Wolgast heißt der. Hört sich trotzdem rustig an. Boah, ging aber ganz schön hoch hier, Leute. So, und gleich 3 Kilometern geht's auf die Suche. So, heute schon gar nicht schlecht hier. Eine Bushaltestelle, die wird mir schon reichen. Das ist ja mal cool. Oh, der Bauer hätte aber viel Platz hier für mich, ne? Nun denn, ich fahre noch ein bisschen durch den Wald, ne? Schön. Also jetzt blendet die Sonne doch gewaltig, liebe Leute. Ich sehe eigentlich nur noch Schatten so vor mir. Schwierig, schwierig. Das ist eine nagelneue Straße hier. Und die Brücke im Bau ist, habe ich Zweifel. Weil hier kommen so viele Autos entgegen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo eine Fähre fährt. Nun will ich auch nicht so kontinuierlich fahren. Jetzt guckt euch das mal an hier. Wow. Ah, ist das herrlich. Hammer. Cool. Da hinten ist Hafengelände, da müsste Wolgast sein. Auf der anderen Seite. Wow. Wow, kann sich tot sehen. Was ist das denn für ein Monster? Ist das die Brücke oder was? Hm? So, schauen wir mal. Ah, da hinten ist ein Fahrradweg. Ja toll, warum weiß ich das nicht? Aber hier fängt, nee, ist hier Fußgänger. Radfahrer absteigen, ja von wegen. Wow, was ein Konstrukt, ey. Hammer. Was für ein Konstrukt. Cool. Echt cool. Aber jetzt bin ich auch mitten im Wolgast, da wollte ich auch nicht hin.
Da höre ich Mucke. Oh oh, ach ja, ist Wochenende, scheiße. Ah, wieder gegen Licht. Mist, schade. So, mal gucken, was wir hier haben für ein Örtchen. Einfach fahren, Leute, einfach fahren, einfach fahren. Ich will nicht bremsen. Ja, die Bahn hat auch Spaß. Durch dieses schöne Eckchen an hier. Bootsvermietung Wolgas. Boah, schön, ey, mit dem. Ah, kommt gleich noch schöner, habt ihr gerade gesehen. Stehen wir in einer verkehrten Richtung. Um das zu erkundigen, ne? Müsste ich da jetzt hinten den Berg hochfahren. Schön. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Boah, weil das viel zu anstrengend ist. Auch schon abends. Ein wirklich beschauliches Städtchen, meine lieben Leute. Das ist wirklich süß. Oh, Kirche mit Friedhof. Boah, geht das hier hoch wieder, Leute. Was soll das denn wieder, ey? Ja, bitte. Den Schlafplatz bin ich jetzt in der völlig falschen Gegend, liebe Leute. Wohnsiedlung. Oh je. Yeah. Das fehlt mir jetzt auch noch. Muss ja auch noch raus und durch. Kein schöner Park oder so. Vielleicht nochmal Mini-Bäuche. Boah, ist das warm, ey. Ging natürlich jetzt den Berg nur hoch, ey. War ja klar, ja, ich bin ins Landesinnere. Hey, schönes Luftzeug steht da. Könnt ihr sehen? Ja, super geil. Aber alles Gewerbegebiet. Tankstelle, Tankstelle, Gewerbe, Autohaus, McDonald's. Und wir müssen noch weiterfahren. Ich mache eine Kurzpause und dann weiter. So, schöner Abfahrt. Ich wollte eigentlich einen Radfahrer aufnehmen, aber der war schon weg. Also, oh, die Kamera an war scheiße. Ja, erst alles brutal voll, städtisch, jetzt kommt nichts. Nichts. Scheiße, Mann. Leute, hab jetzt schon wieder so eine letzte Minute gekickt, Leute. Ah, Mann, ey. Warum immer? Ja, alles wunderschön, Leute. Wirklich wunderschön. Vor allen Dingen in der Abendstimmung. Problem ist, das geht hier berg hoch. Und hier ist irgendwie nichts. Da kommt wieder an einem Dörfchen vielleicht, aber glaube ich nicht. Stehen nur 4-5 Häuser. Ja, ich muss hier in dem Dorf gucken, Leute. Ich habe keine andere Chance. Schon überall die Zäune sehen. Zäune hier, Zäune da, abgesperrt hier. Alles abgesperrt. Ja, alles wunderschöne Szenerie, Leute. Aber das hilft mir nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Ist das wieder klar? Na, am späten Abend kommt wieder gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Den ganzen Tag 10.000 Möglichkeiten. Und jetzt nichts. Jetzt habe ich auch noch so eine kerzengerade, nicht enden wollende Waldstrecke, ne? Wo gar nichts ist. Ich nix. Fantastische Abendromantik, liebe Leute. Oh, da kommt ein Dorf. Ei, das kann mich retten. Hoffentlich habe ich Glück, liebe Leute. Das höchste Eisenbahn. Lühmannsdorf. Bitte, 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 Lühmannsdorf. Sehr schickes Dörfchen. Aber kein Plätzchen, kein Park. Kein Nix dazwischen, nur einzustehende Häuser. Liebe Leute, hier muss doch irgendwo was sein, ey. Also ich habe die katastrophalsten Lösungen. Ich habe mein Fahrrad postiert. Das ist so ein geschlossenes Restaurant hier, im Hinterhof, sag ich mal. Hier habe ich mich lange, wo hier werde ich mich lang machen. Ich hoffe, keiner nervt mich hier. Von da könnte man mich sehen. Und da auch, von da hinten auch. Oh Leute, lasst mich doch einfach nur hier mein Essen machen und dann schlafen und dann morgen früh bin ich doch wieder weg. Ich mach doch nichts, Mann. Armer Hund. Hier auf dem Betonboden, ey. Kann man da überhaupt noch sehen?
muss mein Essen kochen. Boah, bin ich ein armer Hund, ey. Guten Morgen, YouTube. 6:38 Uhr. Ich glaube, Samstag, der 8. September. Kann auch der Deutsche sein, ich weiß. 3:35 Uhr, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass heute Samstag ist. Und dann ist der letzte Samstag dieser Reise. Leute, ich habe es überlebt. Keiner da gewesen, nur eine Frau. Haben sie irgendwie entweder crazy oder ja, Panikattacke oder Heulattacke, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Oh, ihr wohnt eigentlich auf der Straße. Ansonsten ruhig. Ja, heute geht's weiter Richtung Westen. Nur gleich. Ja, in der Ecke habe ich gehaust, ne? Ist ja nicht schöner Sonnenaufgang. Alles ruhig noch, ist auch Samstag. Egal was passiert. Nächste Woche Samstag bin ich zu Hause. Definitiv. Ich versuch's mit allen Mitteln. Ja, Tour geht dem Ende zu, ne? Letzte Runde, irgendwie. Bei 5000 schaffe ich noch. Und ja, bis Lübeck schaffe ich auch noch. Das ist noch frisch am Morgen, ey. Alles so feucht, ey, wie ich das hasse, ne? Ja, könnt ihr sehen, auf dem Mülleimer. Ja, das ist keine Form, das ist die Taschen auch ätzend, ey. Alles so nass, ey. Ich hasse das wie die Pest. Oh, Leute. Langsam wird Zeit, dass ich nach Hause komme, weil irgendwie verdreckt und verklebt alles. Wenn mir so die Taschen angucke, so das Essen alles irgendwie. Nee, wird Zeit. 4, 5 Tage noch, 5 vielleicht eher. 5, ja, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 5, 6, schauen wir mal.